Wie bekommt man einfache Clankriegsgegner? Kennt ihr das auch? Ihr hattet einen wirklich wunderschönen, richtig guten Tag, kommt nach Hause, wollt einen wirklich wunderschönen, richtig guten Clankrieg starten und dann kommt so ein Clankriegsgegner. Ein Clankriegsgegner, der sich verhält wie der Kuhfladen einer Kuh, der mit Drogen aufgepumpt wurde. Servus zusammen, Rashko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um das Thema Clankriege, denn ihr habt es wahrscheinlich gerade schon am Anfang gehört. Wir haben eine neue Clankriege gestartet, doch die Gegner, die sind einfach unfassbar stark. Ich werde jetzt die Gegner mit euch zusammen analysieren. Attackieren noch nicht, denn das funktioniert erstmal in 22 Stunden 51 Minuten. Doch diese Vorbereitungszeit, die will ich noch ein bisschen mit euch zusammen hier nutzen. Brown Asians heißt unser Clankriegsgegner, das heißt ja erstmal nur, dass der Clankrieg, besser gesagt unser Clankriegsgegner, also der Clan, wahrscheinlich aus dem asiatischen Teil kommt. Und wer sich hier in dem Spiel ein bisschen auskennt, der weiß, dass die Asiaten, und das ist wirklich ein Vorteil, sehr, sehr aktiv Clash of Clans spielen, und da sieht man hier auch direkt in der Clan-Beschreibung gewonnene Kriege 110. Das muss man erstmal so hinnehmen. Wir haben 10, 110, 10, 110. Die haben ein bisschen mehr, so mal kurz unter uns. Ihr einzigste Regel ist im Clan, sie wollen ihren Win-Strike, also ihre Win-Geschichte. Die Übersetzung ist richtig scheiße. Sie wollen auf jeden Fall durchgehend gewinnen. Indian Players Only steht da noch. Und weitere Daten, die man braucht, um diesen Clan beizutreten. Das heißt, dieser Clan, der ist wirklich sehr, sehr ehrgeizig. Ihr seht es auch, gewonnene Kriege 110, wir haben nur 10. Das heißt es aber nicht, dass wir nicht ehrgeizig sind. Und darum stelle ich mir heute eine Frage. Wie bekommt man einfache Clankriegsgegner? Wie bekommt man einfache Clankriegsgegner? Diese Frage, die stelle ich mir eigentlich schon seit Monaten, wenn nicht sogar schon seit Jahren. Denn vielleicht liegt es, vielleicht wird es wirklich anhand der Pokale gezählt. Wir haben derzeit 22.000 Pokale, grob sage ich jetzt mal aufgerechnet, die haben derzeit 16.200 Pokale. Das ist ein Pokalunterschied von knapp 6.000 Pokalen. Das ist eine große Menge. Und dann fragt man sich natürlich, okay, was denkt sich Clash of Clans dabei? Wir haben 10 Clankriege gewonnen, die 110, lass mal die mal aufeinander kommen. Alles klar, akzeptiert. Zudem kämpfen wir gerade nicht in Vollmannbesetzung. Ich denke mal, das macht man in fast keinem Clankrieg heutzutage mehr. Wir kämpfen hier 25 gegen 25. Wir haben auch eine wunderschöne Einstellung, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Das heißt, jeder kann einstellen, ob er dabei sein will oder raus sein will. Und da haben wir jetzt zusammen eine Regelung eingeführt. Das heißt, jeder, der heute im Clankrieg bzw. in 22 Stunden und 49 Minuten dann im Clankrieg zwar dabei ist, aber nicht angreift, der darf in keinem Clankrieg mehr angreifen. Diese Liste, die wird von einer wirklich grandiosen Person geführt. Schwabbelig 3 heißt die Person, ist derzeit auf Platz 1 hier im Clan von den Pokalen her. Ich werde ihn aber auch ziemlich sicher noch mit meinen Pokalen einholen. Hoffe ich auf jeden Fall. Und er führt eine Liste, auf der er dokumentiert, wer im Clankrieg angreift und wer nicht. Das heißt, jeder, der im Clankrieg hier in meinem Clan nicht angreift, der darf dann quasi im nächsten Clankrieg nicht mitkämpfen. Deswegen sind ja auch so wenig Leute. Das heißt, eigentlich kann es nicht daran liegen, dass die Leute hier inaktiv sind. Und darum frage ich mich natürlich, okay, wenn es an meinem Clan, an der Aktivität nicht hängt, okay, sprechen wir nicht über die Angriffe, denn da kann natürlich immer jeder mal Fehler machen, aber ich denke mal, wir sind derzeit auf einem Niveau, wo man einfach angreift. Wenn man angreift, hat man schon seine Truppen, man schafft auf jeden Fall Prozente, das ist klar. Angriffe sind dann, glaube ich, nochmal so eine Sache für sich. Aber wenn es nicht am eigenen Clan liegt, woran liegt es dann, dass man hier, ich weiß natürlich nicht, ob es bei euch auch so ist, vielleicht seid ihr in einem Super-Clan, der wirklich durchgehend die Clankriege gewinnt, durchgehend. Es kann aber auch sein, dass ihr auch in einem Clan seid wie wir, dass wir Gegner hier bekommen, die 110 Clankriege gewonnen haben. 37 nur Maxi, also insgesamt sind sie im Clan 37, und schauen uns aber mal die Level an. Wir sehen hier einen 22-Leveler, einen 13-Leveler.
Und da denke ich mir natürlich auch, what's going on hier? Denn unser niedrigstes Level hier ist 73. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, sollte man oder ist dies strategisch sinnvoll von den Gegnern gesetzt, dass sie zwei sehr schlechte Spieler mit reingenommen haben, vielleicht sogar Nebenaccounts von Hauptspielern, um deren Wertung runterzusetzen. Das heißt, sie haben jetzt die zwei schlechten dabei, aber dafür auch zwei sehr gute. Wir haben so gesehen dann quasi vier mittelmäßige dabei. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, okay, wir werden diese zwei unteren, wir werden sicher 6 Sterne bekommen, das kann ich ganz klar sagen. Das wussten auch die Gegner. Jetzt natürlich die Frage, was werden die zwei sehr guten, die dafür rein durften, rausholen? Werden sie dann quasi diese 12 Sterne holen, für die sie reingeholt wurden? Das ist so eine Frage, wo man sich denkt, okay, sollte man das als Clan-Kriegsführer machen? Sollte man zwei sehr schlechte Accounts im Clan haben, um die Clan-Wertung im Clan-Krieg runterzusetzen? Beziehungsweise, ich stoppe hier nochmal ganz kurz, ich mache einen ganz kurzen Einwurf. Denn während ihr das Video anschaut, denkt ihr euch wahrscheinlich auch, was labert der Typ hier und wollt vielleicht auch eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Und dieses ganze Video basiert eigentlich auf euren Kommentaren. Denn ich denke mal, jeder, der dieses Video anschaut, der will auch wissen, wie bekommt man einfache Clan-Kriegsgegner? Wie wird man besser in Clan kriegen? Und da ist einfach die Community hier auf YouTube zu Clash of Clans. Ich glaube, die größte Community in Deutschland, wo man so erreichen kann. Es gibt noch Wiki, Clash of Clans Wiki, aber ich denke mal, hier auf YouTube ist es einfach näher, ist es direkt. Da kann man mit Leuten kommunizieren unten in den Kommentaren. Das heißt, falls euch irgendwas auffällt, falls ihr mich verbessern wollt, falls ihr noch irgendwas hinzufügen wollt, wie ihr beispielsweise mit eurem Clan Clankriege gewinnt, wie oft ihr Clankriege gewinnt, wann, wo, wie, an welchem Tag ihr Clankriege macht, einfach alles unten in die Kommentare schreiben. Da bin ich glücklich. Denk mal, dann ist der ein oder andere von euch auch glücklich. Und dann läuft das hier. Schauen wir uns mal kurz die Level an. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Personen, die hier über Level 100 sind. Wir haben hier in unserem Clankrieg 1, 2, 3 Personen, die über Level 100 sind. Und da denke ich mir natürlich auch, okay, Clash of Clans, Supercell, wie habt ihr das bitte entschieden? Wir haben 3 Leute über Level 100. Die haben 11, beziehungsweise 10, beziehungsweise 12. Ich kann mich gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Leute, wir 3. Wo ist da die Gerechtigkeit? Da ist natürlich dann wieder die Frage, okay, sie haben natürlich diese zwei sehr schlechten Leveler drin, wodurch sie dann die anderen guten mitnehmen können. Vielleicht ist sogar eine Strategie, die man mal ausprobieren könnte. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Vielleicht im nächsten Clankrieg werde ich mal zwei schlechte Nebenaccounts von mir reinpacken, das Ganze hier mitnehmen und dann mal ausprobieren, ob das denn funktioniert. Wir haben hier insgesamt, ich glaube, ein Durchschnittslevel in unserem Clan, so 85 sollte hier auf jeden Fall drin sein. Ich denke mal, sie haben ein Durchschnittslevel, auch wenn die zwei unteren dabei sind, 90 sollte auf jeden Fall drin sein von den Leveln her. Ist auf jeden Fall eine, was sagt man, unfaire Sache. Wir können natürlich gewinnen, ganz klar. Ich kann sagen, wir können gewinnen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir das tun, ist meistens sehr gering. Beziehungsweise eigentlich bei solchen Clans unmöglich. Wir haben einfach schon viel mehr Clankriegserfahrung, beziehungsweise, was heißt viel mehr Clankriegserfahrung? Wir machen auch jede Woche einen Clankrieg, doch wir bekommen einfach jede Woche solche Gegner, die einfach schon eindeutig mehr Clankriege gemacht haben. Und die hat gerade immer was geschrieben. Nachtwache, das gebe ich dir auf jeden Fall sehr gerne. Ich sammle dir nochmal schnell alles ein und jetzt seid ihr dran. Jetzt natürlich meine Frage an euch. Wann macht ihr selber mit eurem Clan Clankriege? Macht ihr überhaupt Clankriege? Und wenn ihr Clankriege macht, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare. Habt ihr irgendeine, beziehungsweise hat euer Clanführer irgendeine Strategie, wen ihr mitnimmt? Oder ist es auch bei euch so, dass jeder sagen will, okay, ich will mitmachen? Dann darf er auch mitmachen. Natürlich, wenn er nicht angreift im Clankrieg, dann darf er im nächsten Clankrieg nicht mitmachen. Ist bei uns auch so, dass wir quasi nicht Schnorrer dabei haben. Das sind die Leute, die sich denken, ach ja, da mache ich mal im Clankrieg mit, greif nicht an, hol mir am Ende nur die Beute. So Leute kann ich gar nicht. Ich denke mal, durch diese Möglichkeit können wir auch so viele Leute wie möglich da rausschaffen aus diesem Clankriegskomplott. Welche Truppen nehmt ihr vielleicht mit? Habt ihr im Clankrieg eine Absprache, wer welche Truppen mitnimmt? Nächste Frage, wann macht ihr den Clankrieg? Wir haben heute, während ich das Video aufnehme, Dienstag, wenn ihr es seht, Mittwoch. Das heißt, heute, wenn ihr es am Mittwoch seht, läuft der Clankrieg entweder schon. Ja, ich denke mal, der Clankrieg sollte dann eigentlich schon laufen. Und die Frage an euch, wann macht ihr euren Clankrieg? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wir haben uns immer gedacht, okay, unter der Woche, da spielen die guten Clans nicht.
Es kann natürlich auch sein, dass die guten Clans sich denken, okay, wir spielen unter der Woche, da denken die schlechten Clans, dass wir nicht denken, dass sie denken, dass wir nicht spielen, obwohl sie denken, dass wir nicht spielen, weil wir ja normalerweise am Wochenende spielen, laut ihren Gedanken. Und darum denken sie, dass wir nicht toll spielen, obwohl sie dann spielen und dann zerstören sie uns. Verstanden? Akzeptiert. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde vielleicht den Clankrieg dokumentieren. Wenn ihr es wollt, dann schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Wenn nicht, dann drücke ich auf jeden Fall allen in meinem Clan einen dicken Daumen nach oben. Und wenn wir schon bei Daumen sind, ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und what the fuck, ich muss euch wirklich nochmal loben. Im letzten, beziehungsweise im vorletzten Video, das war ja das vorletzte Clash of Clans Video, hat schon 25.000 Aufrufe. Da habe ich über ein Experiment geredet mit dem Tesla. War ein ganz schönes Experiment. Ich glaube auch hier nochmal eingeblendet, wenn nicht am Ende des Videos. Und da habe ich jetzt schon über 400 Daumen nach oben. Und das hatte ich glaube, bis jetzt nur einmal an zu einem Clash of Clans Video. Da wollte ich nochmal einen riesen Dank an euch. Hut ab an euch, nice Community. Ihr zeigt mir immer wieder, dass es sich lohnt, Videos für euch zu produzieren. Und ich denke mal, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich denke mal, ich habe heute schon zu viel gedacht über die Gedanken anderer Menschen. Ihr denkt euch jetzt auch ein bisschen dabei. See you later. Alligator! Am Ende werde ich auch das Experiment auflösen, ob es denn möglich ist, durch einen verborgenen Tesla seinen Dorfaufbau 100%ig zu schützen. Das heißt, der Gegner kann euch nicht zerstören. Servus zusammen, was geht ab? Mein Name ist Rashko und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich mit euch eine Runde Clash of Clans und will heute mit euch zusammen der Frage auf den Grund gehen, ob es einen Dorfaufbau gibt,